Good evening, Venerable Sirs, Venerable Sister and Friends in the Dhamma. Guten Tag, ehrwürdige Mönche und Nonnen und liebe Freunde des Dhammas. I apologize for a bit late because I thought the time was 6 o'clock. Ich entschuldige mich, dass ich zu spät war, aber ich dachte, der Dhamma Talk wäre erst um 6 Uhr. Since today is an introduction to the retreat, I will give some important information for people interested in meditation. Weil heute der Anfang des erste Tag des Retreates ist, möchte ich einige grundlegende Dinge über Meditation erklären. I remember many years ago when I first came into meditation, I was introduced into Vipassana or insight meditation. Vor vielen Jahren, als ich das erste Mal Kontakt mit der Meditation hatte, wurde ich in die Vipassana-Meditation eingeführt. I was introduced to a book by Mahasi Sayadaw about the insight meditation and its progressive stages. Ich wurde eingeführt durch ein Buch von Mahasi Sayadaw, das ist ein burmesischer Meditationslehrer. Das Buch hieß Vipassana Meditation und die Stadien der Einsicht. As I recall, I really don't understand anything about it. Ich erinnere mich daran, dass ich überhaupt nichts von diesem Buch verstanden habe. I can't remember actually how I started meditating. I just went on like a bull. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich wirklich angefangen habe, sondern ich weiß nur, dass ich wie ein Bulle einfach angefangen habe zu meditieren. I think I attribute any progress I had at that time to my good teachers. Und den Fortschritt, den ich während dieser Zeit gemacht habe, verdanke ich meinen Lehrern. Nowadays, when I teach meditation, I feel compassion for the people who come. Heute, wo ich Meditation unterrichte, habe ich viel Mitgefühl mit den Leuten, die zu mir kommen, um Meditation zu lernen. Because I think meditation is not very easy thing to do. Weil ich der Überzeugung bin, dass Meditation keine einfache Sache ist. But still I go on because I think it is something at least worth something in this world. Aber ich meditiere weiter, weil ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas sehr Wertvolles in dieser Welt ist, zu meditieren. Because other things I look around seems to be so impermanent. Weil alle anderen Dinge, die ich sehe, die sind für mich nur vergänglich. I think one of the most crucial things to know about meditation is this thing called sati or mindfulness. Das Wichtigste, was man über Meditation wissen muss, ist Achtsamkeit oder auf Pali sati. Mindfulness is not something easy to understand. It is something that comes with experience. Achtsamkeit ist nicht etwas, das man sehr einfach versteht, sondern das mit der Erfahrung nur verstanden werden kann. I remember when I first started, nobody really explained this thing about what mindfulness is to me. Als ich anfing zu meditieren, hat mir auch keiner wirklich erklären können, was Achtsamkeit ist. Maybe also because I never really asked. Wahrscheinlich auch, weil ich eigentlich nicht wirklich gefragt habe. So I wonder how I managed to be mindful. Deswegen frage ich mich, wie ich es geschafft habe, achtsam zu werden. I depended actually a lot on if there is anything on the English translations, which is translated as mindfulness and sometimes as bare attention. Ich habe mich hauptsächlich mit der englischen Meditation helfen können, wo Achtsamkeit mit Achtsamkeit übersetzt ist. Und mit Attention, bloße Erkennen oder Sehen. Later, since I was studying under the Abhidhamma teacher, I began to learn more about it through Abhidhamma. Ich habe angefangen unter Abhidhamma, das ist die Philosophie des Buddhismus, Lehrern zu studieren und habe dadurch sehr viel über das Abhidhamma gelernt und über die Meditation. So that's when I started coming across certain classical meanings of what sati or mindfulness is. Dadurch habe ich verschiedene Bedeutungen von sati, Achtsamkeit, durch das Abhidhamma gelernt. And as far as I think now, I don't think I understood anything about it. Und so wie ich es heute verstehe, habe ich damals nichts oder gar nichts darüber verstanden. So I probably ignored it. Deswegen habe ich es einfach ignoriert. And took only what little I could pick up. Und ich habe nur das genommen oder behalten, was ich verstehen konnte oder womit ich umgehen konnte. I think it took a full round of many years before I came back and understood it. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich es wirklich verstehen konnte. I think
if I'm to blame anybody, I think it's the translators. Wenn ich irgendjemand dafür Schulden machen muss, dann sind's die Übersetzer. Because the classical translation of sati is to remember. Weil die klassische Übersetzung von sati einfach die Erinnerung ist oder sich erinnern. I think to say remember is not very clear or specifically mindfulness. Sati mit sich erinnern zu übersetzen ist nicht sehr klar, nicht sehr präzise. So I'm going to give you my meaning of my understanding of what mindfulness is. Deswegen werde ich heute erklären, was mein Verständnis von Achtsamkeit. I think the word to recollect would be better than to remember. Das Wort recollect. To recollect. I know, but it's hard to translate. Wiederholen, zusammenfassen. Because to remember does not denote moral aspect to it. Denn nur sich erinnern hat keinen moralischen Aspekt. To recollect indicates a certain degree of control of the mind. Recollect oder das Wiederholen, das Wiedergeben hat ein beinhaltet eine gewisse Kontrolle über den Geist und tugendhafte Kontrolle über den Geist. For example, when you say to recollect the virtues of the Buddha, you need a certain degree of control or clear awareness. Wenn man das Wort recollect nimmt, dann hat das eine gewisse beinhaltet, dass man die Tugenden des Buddhas mit berücksichtigt oder wieder. Now you look at the other definitions connected with mindfulness. Wenn sich an die anderen Übersetzungen von Achtsamkeit erinnert. The function of it is unforgetfulness or no omission. Die Funktion von der funktionale Aspekt des Wortes der von Achtsamkeit ist non-forgetfulness. Ist das Nichtvergessen. The characteristic is not floating away. Der Charakteristik ist das nicht davonfließen. Manifestation is coming face to face with the object. Die Manifestation ist das Gesicht zu Gesicht mit dem Objekt kommen. And the proximate cause is firm perception. Und die Proximität ist die klare Erkenntnis. Now what does this tell you? Was sagt uns das? So you can't blame me if I didn't understand it in the first place. Und niemand kann mich dafür verantwortlich machen, dass ich das nicht verstehe oder verstanden habe. So I'll tell you what I think it is now. Deswegen werde ich jetzt sagen, was ich denke, was es wirklich ist. This giving of these definitions as characteristics and manifestation as and so on is a Abhidhamma way of describing phenomena. Diese Übersetzung wie Manifestation oder die physische Präsenz, es ist nur eine Übersetzung aus dem Abhidhamma heraus. So what I think is presence of mind. Was ich glaube, was es wirklich ist, die Präsenz des Geistes. It's clear awareness of the present. Es ist die klare Achtsamkeit der Gegenwart. Now, again, I would say that many of these definitions come with direct experience. Wieder möchte ich betonen, dass die Erkenntnis dieser Beschreibung nur über die Erfahrung kommen kann. Recently, I was asked a question by a psychologist in Italy. Vor kurzem wurde ich von einem Psychologen in Italien gefragt. It's not fair of me to answer the question because I don't study psychology. Oh no, neither am I a psychiatrist. Es ist nicht fair von mir, diese Frage zu beantworten, weil ich weder Psychiater noch Psychologe. But I answered him anyway. Aber ich habe sie trotzdem beantwortet. So I said, he asked me the question, what's the difference between Buddhist psychology and this Western psychology? Die Frage war, was ist der Unterschied zwischen buddhistischer Psychologie und westlicher Psychologie? So I answered, in Buddhist psychology it is based on reality. Die buddhistische Psychologie ist basiert auf der Realität. And Western psychology is based on certain observations of the mind and probably experiments and case histories. Die westliche Psychologie ist basiert auf observations on the mind, behavior, Beobachten des Geistes, also Verhaltensstudien, and these experiments und Experimenten and case histories. So
Similarly, I think when we study the mind, meditation and Abhidhamma, it is all based on this experience of reality. Im Gegensatz dazu ist Abhidhamma und die Meditation basiert auf der Realität des Geistes. Even the definitions that come with moral and immorality is also based on reality which can be experienced. Auch die Definition von Tugendhaftigkeit und Untugendhaftigkeit ist basiert auf der Realität oder basiert auf der Realität. So if you just be present, just be aware of the present, then you'll find that these basic definitions of mindfulness are all present. Wenn man nur achtsam des gegenwärtigen Augenblickes ist, findet man, dass diese Definitionen automatisch vorhanden. For example, when you just keep your mind to be mindful or to be aware. Wenn man nur den Geist versucht, mit dem Geist achtsam zu sein oder im gegenwärtigen Augenblick zu sein. Your mind is not floating away, is not forgetful, it's very aware of what is present. Dann ist der Geist nicht oder fließt der Geist nicht dahin, ist nicht vergesslich, sondern er ist nur achtsam über den jetzigen Moment. And you also have a clear perception of the object you are confronting with. Und man hat ein klares Verständnis von dem Objekt, was man in diesem Moment betrachtet. And so you have all these four definitions coming together. Und man hat alle diese vier Definitionen oder alle diese vier Definitionen kommen in diesem Moment zusammen. I finally came upon this conclusion after many years of practice. Ich kam nach vielen Jahren der Praxis bin ich zu diesem Erkenntnis gekommen. Because when I try to introduce mindfulness to my students, I just tell them to be really present. Wenn ich meinen Schülern heute etwas von Achtsamkeit erkläre, dann sage ich ihnen, sie sollen einfach nur im gegenwärtigen Augenblick verweilen. Because reality is in the present. Weil die Realität in dem momentanen Moment ist, in der Augenblicklichkeit. It's not in the past, not in the future. Es ist nicht in der Vergangenheit, noch in der Zukunft. Even the present is at the beginning is a conceptual present. Even der momentane Augenblick ist am Anfang auch noch konzeptionell oder ist ein Konzept. But it is as best as close as you can get for a beginner. Aber es ist so gut wie Anfänger es erleben können. And this very basic and pure awareness is also the heart of Vipassana. Diese einfache Achtsamkeit ist das Herz der Vipassana-Meditation. For example, in the case of Bahia Dharuchriya. Im Fall von Bahia Dharuchriya. The Buddha taught him, gave him only very brief instructions. Der Buddha hat ihm nur ganz einfache, simple Instruktionen gegeben. He told him, in the seeing, there's only the seen. In the hearing, there's only the heard. And im Sehen ist nur das Sehende, im Hören ist nur das Hörende. In the knowing, there's only the known. In dem Wissen ist nur das Wissen. And through that, he was enlightened. Und durch diese einfache Anleitung wurde er erleuchtet. So I think if you can just be really present, and that means there's no thinking. And the thinking you already gone past and the future. Wenn man einfach nur im Augenblick verweilen kann, dann ist dort kein Denken. Denn wenn man denkt, ist man schon nicht mehr im Augenblick. Then there is already pure Vipassana. Das ist schon reines Vipassana. But for many people, they cannot do that, because the mind has already become quite complicated. Aber viele Menschen können das nicht tun, weil ihr Geist schon sehr kompliziert geworden ist. So we have to step one step back. Deswegen müssen wir einen Schritt rückwärts gehen. And this is a level of mindfulness most people can start with. Und das ist das Niveau von Vipassana, mit dem die meisten Leute anfangen können. This is a mindfulness that is at the level of kusala or wholesome state. Das ist die Achtsamkeit, die auf dem Niveau von Kusala oder der Tugendhaftigkeit verweilt. For example, in the Abhidhamma, all associated states at one moment of time cannot really be separated. Im Abhidhamma sagt man, dass alle verschiedenen Staaten in einem Monat nicht wirklich auseinandergehalten werden. So we can look at this wholesome state from the aspect of mindfulness. Also können wir auf diesen tugendhaften Augenblick aus dem Blickwinkel von der Vipassana-Meditation gucken.
So how is this awareness like? We can judge it from some of the associated states. Wie ist diese Achtsamkeit nun? Wir können das aus verschiedenen ähnlichen Stadien heraus betrachten. This aspect of awareness is important because it helps the beginner to distinguish between right mindfulness, and right concentration and wrong concentration. Dies ist wichtig, weil es dem Anfänger hilft, zwischen richtiger Konzentration und falscher Konzentration zu unterscheiden. One thing I noticed when I first started in Malaysia is that many yogis come across a certain type of problem. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich zuerst angefangen habe, in Malaysia zu unterrichten, ist, dass viele Yogis oder Praktizierende über ein bestimmtes Problem stolpern. After embarking on serious meditation, many of them have tensions in their head. Nachdem sie anfangen, ernsthaft zu meditieren, haben viele Meditierende Spannung im Kopf. It seems that this problem doesn't occur in Burma, to the Burmese. Es scheint so, als wenn dieses Problem bei Burmesen nicht auftritt. Because I have a brother monk who had been a translator for Upsaida Upandita in Burma for many years. Weil ich einen Brudermönch habe, der Übersetzer von Upandita in Burma für viele Jahre war. He says, can you tell me why that this problem exists in Malaysians and Westerners? Er hat gefragt, warum dieses Problem bei Malaien und bei Europäern oder westlichen Leuten auftritt. Because after meditating they get strong tensions around the head. Weil wenn sie meditieren, bekommen sie starke Spannungen im Kopf. In Malaysia I know the cause. In Malaysia weiß ich den Grund. And after teaching for some years in the West, is the cause for Westerners is the same. Und nach vielen Jahren des Unterrichtens hier im Westen habe ich herausgefunden, dass es der gleiche Grund ist. Just too pushy. Wir sind einfach zu drücken, zu stark, anspruchsvoll. That means when they put in effort, they do put in a lot of effort, but without mindfulness. Das heißt, wenn sie meditieren, tun sie zu viel Anstrengung ohne Achtsamkeit in die Meditation. In other words, after a while it comes with kind of obsession. Nach einer Zeit wird es zur Obsession. So the fault is that they have not taken the property or the quality of mindfulness in the practice seriously. Das heißt, sie haben die Qualität der Achtsamkeit nicht genug verstanden. So I have to keep telling them about keep emphasizing mindfulness rather than concentration. Deswegen müssen sie mehr auf Achtsamkeit achten als auf Konzentration. For example, I tell them, do not be concerned whether you can follow your main object or not. It's more important that you are more aware of what you are doing. Es ist nicht so wichtig, dass man wirklich mit dem Objekt ist, sondern dass man bewusst ist, was man wirklich tut. Secondly, I would advise them to undergo some preliminary practice to have a better feel of mindfulness. Als zweites würde ich sagen, dass sie eine vorbereitende Praxis benutzen, damit sie ein besseres Gefühl für Achtsamkeit bekommen. And when you have a good feel and understanding of what mindfulness is, it doesn't matter what meditation you do. Und wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, was Achtsamkeit wirklich ist, dann spielt es auch keine Rolle, was für eine Meditation man wirklich macht. It doesn't matter which object or vipassana that you take. Es spielt keine Rolle, welches Objekt man als Vipassana-Objekt benutzt. It's only a question of how quickly it develops. Es ist nur eine Frage, wie schnell es sich entwickelt. So I have defined three qualities that come with this wholesome state of mindfulness. Deswegen habe ich drei Stadien definiert, die mit dieser tugendhaften Qualität von Achtsamkeit verbunden sind. And if you find that three of these are present, or any of them is present, then you are safe that you are on mindful grounds. Wenn entweder alle drei oder einige dieser Charakteristika vorhanden sind, dann kann man sicher sein, dass man achtsam ist und auf sicherem Grund sich bewegt. I've summarized this from looking into the Abhidhamma and the Anguttara Nikaya. Ich habe das zusammengefasst aus dem Abhidhamma und der Anguttara. The first is the quality of clarity. Das erste ist Qualität der Klarheit.
If you are having a dull mind, a sleepy mind, a heavy mind, a confused mind. Wenn man eine dumpfe, eine stumpfe, eine müde, confused. Eine verwirrte Geist hat, then it is clearly that you are not mindful. Dann ist klar, dass man nicht achtsam ist. So when the mind is clear, it's like the clear sky, it is like the clear crystal. Wenn der Geist klar ist, dann ist er wie der Himmel oder wie ein klares Kristall. And everything that you see, everything that you know, all also becomes clear. Und alles, was man sieht, was man fühlt, wird klar. There is one thing that one has to learn in meditation, is to get a feel of the mind. Das ist die eine Sache, die man in der Meditation lernen muss, dass man ein Gefühl für den Geist bekommt. Nowadays people are more aware of external things. Heutzutage sind die Menschen mehr bewusst oder geschult, externe Dinge zu erfassen. But according to the teachings of the Buddha, the mind is more important. Aber nach den Lehren des Buddha ist der Geist wichtiger. Because suffering and happiness have their causes in the mind. Weil Glück und Leiden ihren Ursprungsort im Geist haben. So if you try to be mindful, you also be aware of the nature of the mind, and you can differentiate between a clear and a dark mind. Wenn man achtsam ist, kann man über die Stadien des Geistes bewusst sein. Man kann sehen, ob es klar ist oder ob es verschwommen und unklar ist. And when you get a feel of the nature of the mind, you will know that you also be able to control it. Und wenn man ein Gefühl für den Geist bekommt, dann wird man auch in der Lage sein, den Geist zu kontrollieren. When there is mindfulness, this is always possible to sustain. Wenn Achtsamkeit vorhanden ist, ist das immer zu einem Prozentsatz möglich. Recently, a friend of mine in Italy commented. Ein Freund von mir in Italien hat vor kurzem gesagt. We were at the end of a retreat and there were some very raw beginners. Wir waren am Ende eines Retreats und es waren einige wirkliche Anfänger. And he said he had compassion for them. Und er hat gesagt, er hatte Mitgefühl für sie. Because they were really suffering. Weil sie wirklich leideten. And he said, actually it's a simple thing. It's a state of mind. Es ist eine ganz einfache Sache. Es ist eigentlich ein Stadium des Geistes. You change a state of mind, then it's all right. Und wenn man dieses Stadium einfach ändert, dann ist alles wieder in Ordnung. The second quality, I would say, is peace. Die zweite Qualität des Geistes für Achtsamkeit ist Frieden. The opposite of it is anger, restlessness, agitation. Das Gegenteil davon ist Ärger, Agitation, restlessness und der unruhige Geist. So when you think you're mindful but you are still disturbed, you're obviously not mindful. Man denkt, dass man Achtsamkeit ist, der Geist aber immer noch gestört ist, dann ist man in Wirklichkeit nicht achtsam. One of the very basic points of concentration is when you sit down, you must have at least a little bit of peace. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, die mit Konzentration verbunden sind, ist, dass man wenigstens ein bisschen Frieden hat. You sit and your mind is totally disturbed and you try to concentrate. It takes you a long time. Wenn der Geist völlig unruhig und gestört ist und man versucht, sich zu konzentrieren, dann braucht man dafür eine sehr lange Zeit. If you can just bring in a little bit of peace into the center of your heart, then everything starts. Wenn man in der Lage ist, ein bisschen Frieden in sein Herz zu bringen, dann ist das ein einfacher Anfang, der alles andere möglich macht. And this peace of mind is different from what we say, mere joy. Und der Friede des Geistes ist etwas anderes als einfach nur Vergnügen. Which can come with craving. Weil Vergnügen mit Anhaftung kommen kann. So if you think, can you just bring your mind to peace? For most people it is not difficult. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es für die meisten Leute nicht sehr schwer, ein bisschen Frieden in den Geist zu bringen. If we ignore it, then the restlessness goes on. Wenn man das einfach ignoriert, dann wird die Rastlosigkeit des Geistes einfach weiter vorhanden sein. And the third quality of a wholesome mindfulness is softness and flexibility. Und die dritte Qualität der tugendhaften Achtsamkeit ist Weichheit und Flexibilität. When one is stubborn,
When one is rigid, then these qualities are not present. Wenn man hart, unnachgiebig ist, dann sind diese Qualitäten nicht vorhanden. When the mind is mindful, it is very open, it is very soft. Wenn man achtsam ist, dann ist der Geist sehr weich, sehr offen. When these qualities are present, then the mindfulness can grow into wisdom. Wenn diese Eigenschaften vorhanden sind, dann kann die Achtsamkeit in Einsicht wachsen. Here again I stress that the mind, it is not difficult to change a state of mind. Hier möchte ich noch einmal betonen, dass es nicht sehr schwierig ist, den Geisteszustand zu verändern. Like if you want to be sad, you just think of horrible things and be miserable. Wenn man traurig sein muss, muss man sich nur an schreckliche Dinge erinnern und dann fühlt man sich miserabel. You want to be happy, think of happy things. Und wenn man glücklich sein möchte, soll man sich einfach an erfreuliche Dinge erinnern. It's all within your ability. Wir alle haben die Fähigkeiten, dies zu tun. It's within the will of power of most people. Es ist in dem Willen und der Kraft der meisten Menschen, dies zu tun. Unless your mind has deteriorated to a state of deep depression, then it's difficult. Nur wenn der Geist in tiefe Depression verfallen ist, dann ist es sehr schwer möglich, dies zu tun. But most people, I think, it's not difficult. Aber für die meisten Leute ist es nicht sehr schwer. Taught many people, numbering thousands, it's not difficult. Ich habe viele tausend Leute unterrichtet und die meisten hatten keine Schwierigkeiten. I think one of the reasons is that the nature of the human mind has a base of purity and wholesomeness. Ich bin davon überzeugt, dass die Basis oder der Kern des Geistes eine tugendhafte und friedvolle Natur hat. And the base of the human mind has the great potential to develop mindfulness. Und der Geist der Menschen hat das große Potenzial, Achtsamkeit zu entwickeln. If you look at into your mind, I'm sure you see many things. Wenn Sie in Ihren Geist hineinschauen, bin ich sicher, dass Sie viele Dinge sehen werden. Some people will say, oh yes, I see many terrible things. Und einige werden sagen, ich sehe viele schreckliche Dinge. But then those are also energy that can be converted into positive energy. Aber das sind auch nur Energien oder negative Energien, die in positive Energien umgewandelt werden können. I remember my first meditation teacher, when he sees somebody terrible, he's quite happy. Ich erinnere mich an meinen ersten Meditationslehrer, der sich sehr gefreut hat, wenn er schreckliche Personen gesehen hat. Because these are the people with great potential. Weil er sagt, das sind die Leute mit einem großen Potenzial. I wouldn't say I say the same thing. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das Gleiche sagen würde. Now there is this. We proceed to the. Then when one has this flow of this pure state of mindfulness, then the mind becomes very much controllable. Wenn man diesen klaren Fluss an Achtsamkeit hat, dann wird der Geist automatisch achtsam. And then the next type of mindfulness can develop. This is called the Satipatthana mindfulness. Und dann kann der nächste Typ der Achtsamkeit sich entwickeln. Die wird genannt die Satipatthana Achtsamkeit. This is the mindfulness as described in the Satipatthana Sutta. Das ist die Achtsamkeit, die in der Satipatthana Sutta beschrieben wird. This is a developed form. This is mindfulness developed to become insight. Das Achtsamkeit, die sich in Einsicht umwandeln kann. I remember my meditation teacher described it in three ways. Ich erinnere mich daran, dass mein Meditationslehrer es auf drei Arten beschrieben hat. He used a lot of Pali words, which I forgot. Er hat viele Pali-Wörter benutzt, die ich alle vergessen habe. The first that it is deep and penetrating. Das erste ist es, dass es tief und penetrierend ist. That it is, once you look into the object, it stays with it. Wenn man das in das Objekt hineinschaut, dann bleibt der Geist mit dem Objekt. This I would take it as a very concentrated form of mindfulness. Das ist eine sehr konzentrierte Form der Achtsamkeit. And because of that, the mindfulness can go deep into the object and observe all its subtle qualities. Und aus diesem Grund kann die Achtsamkeit tief in das Objekt penetrieren und kann die subtilen Stadien erkennen. Secondly, it is very quick and precise.
Zweitens, es ist sehr schnell und sehr präzise. This is because the objects of Vipassana are very quick and very elusive. Das ist, weil die Objekte der Vipassana-Meditation sehr schnell und sehr Illusion sind. And if you are not fast enough, they cannot catch it. Und wenn man nicht schnell genug ist, dann kann man sie nicht erkennen. Often it is described like a flash of lightning. Und es wird oft beschrieben als ein Blitzstrahl an Licht. Und wenn man davon ein Foto machen möchte, muss man sehr schnell sein. The third quality is being all pervasive. Die dritte Qualität ist, dass man in der Lage ist, alle Qualitäten des Objekts zu erkennen. Like the water, like a cotton wool soaked in water, it goes into every fiber. Wie Wolle, die mit Wasser vollgesogen ist, ist in der Lage, in alle Ritzen zu kriechen. So, these three qualities are present in the Satipatthana mindfulness. Diese drei Qualitäten sind in der Satipatthana Achtsamkeit vorhanden. When this is developed, this mindfulness penetrates and suffuses in all its objects and processes. Und wenn diese Achtsamkeit vorhanden ist, penetriert sie und fließt in alle Objekte. And this is what it gives rise to insight. Und das ist, was die Basis für Einsicht ist. It goes beyond the level of thinking and conceptualizations. Es geht jenseits des Denkens und des Erfassens durch Konzepte. And this is the mindfulness that is involved in understanding of the three universal characteristics. Und das ist die Achtsamkeit, die man braucht, um die drei universellen Charakteristika zu erkennen. There's one important thing which I would also like to emphasize in terms of this Vipassana mindfulness or Satipatthana mindfulness. Es ist eine weitere Sache, die ich gerne besonders betonen möchte für die Satipatthana Einsichtsmeditation. That is finally you will come to that one mindfulness, I would say, Vipassana mindfulness. Weil es am Ende zu der einen Achtsamkeit kommt. Which is one with this object, the three universal characteristics. Das ist dann, wenn die Achtsamkeit eins wird mit den drei universellen Charakteristika. And I would call this mindfulness of the present. Und das würde ich die Achtsamkeit des augenblicklichen Momentes nennen. Which comes back to the traditional definition of mindfulness. Was wieder zurückkommt zu der traditionellen Definition von Achtsamkeit. Generally, I would say that mindfulness is a key to all discovery. Generell will ich sagen, dass Achtsamkeit der Schlüssel zu aller Erkenntnis ist. Key to all the happiness. Der Schlüssel zu allem Glück. One also has to learn and experiment to find out what mindfulness is. Man muss auch lernen und experimentieren, was Achtsamkeit ist. Can we stop here? Ich möchte das hier beenden. Makes sense to you. Ich hoffe, es macht Sinn. Any questions? Gibt es Fragen? In der Besonderen Mahasi Saiva ist es ja so, dass die Achtsamkeit... Kann ich das kurz übersetzen? Ja. In Mahasi's Tradition, the concentration and considered the most important. Die Frage, ich persönlich habe ein bisschen Probleme damit, weil ich merke, also zu viel Druck entwickle. Und er sagte eingangs ja schon, dass die Objekte egal sind. Ist auch die Nasenbewegung, ist das dem gleichzusetzen? Oder ist doch vorzuziehen, oder gibt es dann speziell nicht zu viel Druck? He's asking because he has problems, he's too pushy, just focusing on the abdomen. And he's asking whether there is any difference in watching the rising and falling of the nose, or whether he should just take a different object in terms of his meditation. Or do you have any trick how he can deal with that problem? There is a difference between watching using the nostril object and the abdomen object for Vipassana. Es gibt einen Unterschied, ob man den Atem an der Nase oder am Bauch beobachtet. Generally, the Vipassana object is clearer in the abdomen. Generell kann man davon sprechen, dass der Vipassana Objekt am Bauch klarer ist. In the watching the nostril has a stronger tendency to us. Wenn man den Atem an der Nase beobachtet, hat das eine stärkere Tendenz zum Samatha, das ist Konzentration. But with proper guidance, it can also go.
Aber wenn man richtig angeleitet wird, kann auch das in tiefer in die Vipassana-Meditation gehen. In the way that I teach, I ask them to watch body sensations. In der Art, wie ich unterrichte, leite ich die Leute an, dass sie generell die Bewegungen im Körper ganz allgemein beobachten. Weil er sehr oft auf dieses Problem mit Pushy oder zu drücken, zu willensbetont sehr oft darauf trifft. Once you sweep the awareness through the body, observe the sensations, and mindfulness is the step. Wenn man anfängt, einfach nur die Bewegungen und die Veränderungen im Körper zu beobachten, dann entwickelt man automatisch Achtsamkeit. Then it doesn't matter what. Und dann spielt es keine Rolle mehr, was man als Objekt nimmt oder was man beobachtet. You can watch rising, falling, you can. Man kann das Auf- und Abfallen des Bauches oder auch an der Nase die Atembewegungen beobachten. Sometimes they just keep on watching body sensations and they still make progress. Und viele Leute bleiben einfach dabei, die verschiedenen Bewegungen im Körper zu beobachten und entwickeln sich genauso weiter. The importance is not so much in the concentration, it's more in the power of mindfulness. Die Konzentration ist nicht so wichtig, sondern die Kraft der Achtsamkeit ist entscheidend für die weitere Entwicklung. When mindfulness is more continuous, concentration automatically falls into place. Wenn die Achtsamkeit konstant ist, dann entwickelt sich automatisch Konzentration. Question. Weitere Fragen? Gesprochen über richtige Konzentration und über falsche Konzentration. Und ich weiß nicht, was mit falscher sein soll. Before you talked about wrong and right concentration, and she would like to know what wrong concentration is. Wrong concentration is concentration without mindfulness. Falsche Konzentration ist Konzentration ohne Achtsamkeit. For example, you try to concentrate on object and you hold the object very tight and there's no clarity. You're just holding on to it in an obsessive manner, then it's wrong concentration. Wenn man zum Beispiel krampfhaft an einem Objekt festhält und versucht, es mit allen Mitteln stabil zu halten, und es ist nicht klar, sondern verschwommen, dann ist das falsche Konzentration. And sometimes people, after concentrating, they get a lot of joy and they get sit there and just enjoy the joy. Then it becomes the wrong concentration. Bei vielen Leuten passiert es, dass sie, wenn sie sitzen, sehr viel Freude entwickeln und sich daran festhalten und einfach dabei bleiben. Und das ist auch falsche Konzentration. Sometimes they go into a blank state and they think it is so. Actually, it's dullness. Manchmal ist es ein Stadion, in dem man einfach dumpf ist und nichts mehr erkennt und dieses was Besonderes ist. Das ist aber auch falsche Konzentration. For example, recently there was a lady that came to meditate and she's a kind of seer. In einem meiner Retreats, meiner letzten Retreats, kam eine Frau, die hält sich für einen Seher. So when you sit, she sees a lot of things. So wenn sie sitzt, dann sieht sie sehr viele Dinge. And sometimes the mind just passes off. Und dann passiert es manchmal, dass ihr Geist einfach weg ist, dass sie nicht mehr weiß, wo sie ist. And this is dangerous. Und das ist gefährlich. Man muss immer klar, bewusst erleben, was passiert. Just like driving a car, you have to clearly know where you're going. Das ist genau, als wenn man ein Auto fährt. Man muss immer genau wissen, wo man hingeht oder hinfährt. Weitere Fragen? Ich glaube, da hinten war jemand ganz am Anfang. Ich bin ein Anfänger in Meditation. Beginner in Meditation. Und möchte gern das lernen, was mitunter so beschrieb. Meditation sei nicht nur eine Methode, sondern Meditation solle man auch in den Alltag hineintragen. He would like to, or he has heard that meditation is not just a method, but it should be integrated into daily life. And he would like to know how to do that. Once you know what mindfulness is, you can bring it to daily life. Wenn man einmal weiß, was Achtsamkeit ist, kann man es ganz einfach ins tägliche Leben integrieren. It's just a change of conditions and objects. Also es ist nur eine Veränderung der Objekte und der Objekte der Achtsamkeit. Dankeschön. The object that you are meditating, inspiration is there or your lightness is there. But the Können Sie es auch noch auf Deutsch sagen? Ja, wenn man den Einatmen als Objekt, wirklich ist die Einatmen nicht mehr da als Objekt, aber man hat eine klare Vision und auch leicht, was passiert to the object. Well, I mean, your main object is gone, but other objects are still there. Yes.
Yes, it's just like a dog has gone off the path. You see, you follow the dog to where he is. Yeah, like for example, you take a dog for a walk. Wait. It's like a dog that goes off. Yeah, it's true. Okay, you go after the dog. Yeah. Es ist, als wenn man seinen Hund zum Spaziergang führt. Der Hund geht auch manchmal vom Weg ab. Ja, das Hauptobjekt mag nicht mehr da sein, aber viele andere Objekte sind trotzdem noch da. So you take care of what the object is at that moment. It may be a state of mind, it may be a feeling, it may be a... Deswegen muss man dann darauf achten, was das, nicht was das Objekt ist, sondern das Stadium des Geistes. Bring it back to your origin. Und es wieder zurückbringen zu dem Hauptobjekt. Almost impossible. The object after about some time come back. Go to the next object. For example, the sitting body, sitting touching. Also wenn das Objekt verschwindet und man hat das Gefühl, man hat kein Objekt mehr, dann soll man sich ein neues Objekt im Körper suchen. Wenn man in der Lage ist, es anders zu finden. If it's the breath, then the other physical sensations. Wenn man vorher den Atem beobachtet hat, dann soll man zu anderen physischen Bewegungen im Körper übergehen. State of mind, consciousness. Oder das Stadium des Geistes, oder das Bewusstsein des Geistes. In Vipassana usually does not stay with one object. In Vipassana bleibt man normalerweise nicht mit einem Objekt. Some people can keep it to one process for a long time. Many cannot. Sehr wenige Menschen können es zu einem Prozess oder den Prozess eines Objektes für lange Zeit behalten. Die meisten anderen können es nicht und müssen deswegen ihr Objekt ändern. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit haben viele Objekte. That's why I say concentration is important, but it is not the most essential thing. The essential thing is mindfulness. Deswegen sage ich, das Wichtigste ist nicht die Konzentration, sondern die Achtsamkeit. The Vipassana object is arising and passing away anyway. Die Vipassana Objekte entstehen und gehen wieder dahin, so oder so. Go. Huh? It doesn't go. Your full concentration is there. No breath. But knowing is there, but it doesn't. If it doesn't go, look for another object. Wenn das Objekt wirklich nicht mehr da ist, oder man glaubt, das Objekt ist wirklich nicht mehr da, dann soll man einfach zu einem anderen Objekt übergehen. The three characteristics are not clear in the object, don't stay with it. Wenn die drei Charakteristika nicht klar sind in diesem Objekt, dann soll man das Objekt wechseln. Weitere Fragen? Sie hätten, glaube ich. You said a little while ago that when there's mindfulness, there's... Not necessary. So, am I right? Not necessary. Wait, let her. Anyway, you Deutsch? Finish your question. War das die Frage? I was leading to the question. So, yes. What I understood is that when you're really mindful, when you're really present, there are no thoughts. In the Vipassana case, yes. In the daily life, not necessary. Because that was connected with the next question. Yes. With mindfulness or cognition, which I find as No, continue. No, just make sure you translate into German after. When talking, I think it's very difficult not to really be present, to listen, not to think. So I was wondering how you recommend that goes about it in mindful cognition. Können Sie es auch noch auf Deutsch sagen? Er hat vorhin gesagt, dass wenn man... Also die Grundfrage ist, glaube ich, wie bin ich achtsam während des Redens oder während der Kommunikation? Und Sie hatten einige Fragen vorher, die einfach nur abgeklärt haben, wann man achtsam ist. Die brauchen wir vielleicht jetzt nicht. Das ist die Hauptfrage, oder? Wie bin ich achtsam in der Kommunikation? When I say mindfulness, here I was talking more of mindfulness as connected with Vipassana practice. Hier in diesem Vortrag habe ich hauptsächlich über die Achtsamkeit in der Meditation oder in der Vipassana-Meditation geredet. And in that case, at that very moment, there's no thinking. Und in diesem Moment ist kein Denken vorhanden. But in the case of the wholesome state of mindfulness, thinking can occur. Aber im Stadium der tugendhaften Achtsamkeit kann Denken vorhanden sein oder entstehen. For example, when you're communicating with person, your mind is clear, your mind is peaceful, your mind is soft, flexible and open. I think there's those are some basic qualities of good communication. Wenn ich aber kommuniziere mit Menschen und ich bin in dem Stadium, dass ich friedvoll,
weich, flexibel bin oder der Geist weich, flexibel, klar ist, dann ist Achtsamkeit vorhanden auf einem anderen Niveau. And in this mindfulness in daily life, the object skips from the past, present and future. Und im normalen täglichen Leben kommen Objekte der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft hoch. So there's thinking, definitely thinking is involved. Deswegen ist auf jeden Fall Denken vorhanden. Yes. Weitere Fragen? Also ist eine bestimmte Körper in dieser Form der Meditation erforderlich. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel eine sehr starke Fokussierung auf die formal richtige Haltung der Hände im Arm. He's asking about the posture or the body. Does it play a central role in your in meditation, referring to the Zen attitude or? And the body posture is important, but it is not as important as. But I wouldn't put it as important as the Zen people would put it. Die Haltung des Körpers ist wichtig, aber ich würde ihr nicht die Bedeutung beimessen, die die Zen-Leute der Körperhaltung beimessen. The most important is the state of mind. Das Wichtigste ist das Stadium des Geistes. For example, there are people who cannot sit on floors. They can also meditate sitting on chairs. Es gibt Leute, die einfach nicht auf dem Boden sitzend meditieren können. Die können genauso gut auf dem Stuhl sitzen. You can also meditate while lying down, but it's not very helpful. Man kann auch meditieren, wenn man sich hinlegt, aber es ist nicht sehr hilfreich. Does this also refer to eyes open or eyes closed? In Bezug auf die Augen, ob man mit offenen oder mit geschlossenen Augen meditiert? For concentration, obviously, eyes closed is better. Für die Konzentration ist es besser, wenn die Augen geschlossen sind. Sometimes when I have my eyes closed and I feel really relaxed and really sleepy, and I found out when I just open my eyes, but I don't fix anything special, but just because I open my eyes, the sleepiness goes away. It does help to. Is it illegal? Oh yes, you can do that. Also ich habe herausgefunden, dass wenn ich müde werde in der Meditation und die Augen öffne und dabei einfach nur nichts betrachte, dass das hilfreich ist gegen die Müdigkeit. Und Bantes Antwort war, natürlich kann man das machen. But I think there are other ways of dealing with it. Aber es gibt auch andere Wege, damit umzugehen. I also think if you're really sleepy, your eyes will close anyway. Und wenn man wirklich müde ist, dann werden die Augen so oder so zufallen. Was sind die anderen Wege, die er vorschlägt, die Augen geschlossen halten und trotzdem wach bleiben? What are the other messages you suggest for sleepiness? Close the eyes and do what? Get up and walk. Aufstehen und Gehmeditation machen. The other things like developing a stronger willpower. Der andere Weg ist, einen stärkeren Willen zu entwickeln. Oder nur das hier. To pull on me. No, so effect. It works, but sometimes the main thing I think is your willpower. Aber er sagt, es ist zwar hilft, wenn man die Ohren runterzieht, aber das Entscheidende ist eben der Wille. Und dass es nur ein Trick ist. I think if generally in a retreat, sleepiness should go off in 2 or 3 days. Im Allgemeinen kann man sagen, dass in einem Retreat nach 2 bis 3 Tagen die Müdigkeit vorbei sein sollte. If it doesn't, then there is some. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist einfach irgendwas falsch. Then you have to look into that. Und dann muss man genauer ansehen, was der Grund dafür ist. Meditation bring energy. Because when the mindfulness starts coming out, the sleepiness will be one of the first to go. Wenn die Achtsamkeit sich entwickelt, ist die Müdigkeit eine der ersten Sachen, die vorübergeht. Okay. Thank you, everybody. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.